Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von uns hier mit der Leckeren Challenge. In der letzten Folge ist unsere süße kleine Caroline ein Teenager geworden. Und ich würde sagen, wir haben heute Sonntag. Und heute ist der erste Wintertag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich würde sagen, den Tag nutzen wir doch mal direkt. Und machen vielleicht einen kleinen Ausflug mit unserer Familie inklusive Hunde in den Park. Denn da kann man das Schneewetter vielleicht ganz schön genießen und ein bisschen entspannen, ein bisschen Schlittschuh fahren, heiße Getränke schlürfen, mit den Hunden spielen. Einfach, dass wir mal so ein bisschen vielleicht in der Natur sind und sowas mit Familie machen. Wenn wir Glück haben, begegnen wir vielleicht unseren anderen Familienmitgliedern. Ich mache jetzt aber kein Clubtreffen, sondern das machen wir jetzt einfach so. So, und du hast Hunger. Warum hast du Hunger? Kann ich hier so einen Verkäufer einstellen, bitte? Und wir haben wirklich genug Geld. Das ist total egal, wenn wir hier ein bisschen was verlieren. Und dann können wir vielleicht mit Caroline und Alice anfangen, hier schon mal ein bisschen was befahren zu gehen. Den beiden geht's eigentlich nicht gut. So, genau. Du willst Hände waschen? Hände waschen. Ja, dann die Hände waschen. So, die Hunde springen schon fröhlich durch die Gegend. Sind schon mal im Futternapf und sie will sich paaren. Und unsere süße kleine Molly sitzt hier ganz niedlich rum. Ich war schon mal mit ihnen Schlittschuh fahren, das heißt, es sollte eigentlich einigermaßen gut gehen. Ich bin mal gespannt. Okay, du hast jetzt hier ein paar Burger geschnappt. Warum denn nicht? Wer hat denn die Burger gemacht? Liam Plau. Echt? Vicky? Oh, ich glaube, das ist noch vom letzten Mal, wo ich hier war. Ah, das ist auch schon wieder ein bisschen länger her. Aber hier, guck mal, wir haben doch hier einen Stand, da können wir uns ja mal ein bisschen was zu essen bestellen. Und zwar könnten wir mal eine Salami-Pizza essen. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Und Getränk, da könnten wir zum Beispiel auch einen heißen Kakao trinken. Ja, das kannst du noch zusätzlich essen. Je nachdem, wie du möchtest. Bist du fertig mit Händewaschen, Liam? Liam übt gerade ein bisschen singen. Warum denn nicht? Oh, und Törtchen hat ein bisschen in den Park gemacht, aber... ist ja nicht schlimm. Dafür ist der Park ja auch da. Nur wir sollten das dann vielleicht wegräumen. Guck mal, hier ist zum Beispiel... nee, dich kenne ich nicht. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Kim Plau angefreundet hast. Sie ist ziemlich cool. Wer ist Kim? Kim Plau gehört auf jeden Fall zu unserer Familie. Ach, Kim. Ja, Kim ist die Frau von Erik. Dann könnten wir uns ja vielleicht so ein bisschen mit dem Hund anfreunden. Und guck mal, hier, Törtchen läuft mit dem Futternapf rum. Das heißt, sie hat Hunger. Und das heißt, wir sollten ja den Futternapf füllen. Wenn sie ihn abstimmen würde, würde ich das sehr gerne machen. Törtchen, stellst du auf? Tierfüllen und Essen rufen Törtchen. Das könnt ihr dann gerne machen. Und wenn du willst, kannst du aber auch ein bisschen... was ist denn das hier? Oh, das ist, glaube ich, ein Futternapf mit schlechtem Essen, so wie das aussieht. Ja gut, aber ich denke auch nicht, dass das meine Tierchen essen gehen. Es scheinen auch gerade keine anderen Kinder da zu sein. Ich weiß nicht, du kannst denn mal bitten mitzuschaukeln, vielleicht zusammen mit Caroline ein bisschen schaukeln. Das hört sich, denke ich, auch noch Spaß an. Liebenswörtchen sind soeben Freunde geworden, sehr schön. Hat sie Essen? Ja, sie hat Essen, kleine Maus, sehr schön. Und du solltest dann vielleicht doch mal auf die Toilette gehen. War das richtig? Oh, Tantieme bricht, okay. Die und Flohmarkt brauchen wir aber nicht, okay. Gut, jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld bekommen. Ach so, wegen Arbeit heute. Hast du Arbeit? Ja, du hast Arbeit. Wir müssen uns frei nehmen. Wir nehmen uns heute mal frei. Urlaubstag nehmen. So, ich habe gehört, dass Nelu Oma gerade nicht. Ich habe die Show ja noch nie so wirklich in Betrieb gesehen, aber sieht schon ziemlich cool aus. Und es scheint Spaß zu machen. Das ist doch schon mal sehr gut. Was soll ich denn jetzt machen? Ach genau, du könntest ja vielleicht mal EMR... Molly. Ah, hier. Ich wollte eigentlich mal gucken, wie viel... oh, guck mal, hier ist Sophie. Janette ist auch da. Das ist ja schön. Eigentlich wollte ich auch wieder so ein paar Autogramme mit Liam geben, obwohl ich glaube, wenn jemand nicht unser Fan ist, kommt das nicht gut, wenn wir Autogramme geben. Weil es das letzte Mal im Park war, wurden wir so ein bisschen belagert. Apropos, wir könnten ja mal wieder hier so ein paar Sachen machen. So ein bisschen unsere Status aktualisieren und ach, das solltest du vielleicht auch so einen Schnee machen und nicht unbedingt in der Toilettenkabine. Gut, Alice Maus geht ein Glas Wasser nehmen
Und hast du heute, nee, 2 Tage erst, okay, sehr schön. Du hast noch ein bisschen Zeit. Und das Beste wird aller Zeiten, sehr schnell, 271 Follower jetzt, ne? Alice, du könntest vielleicht hier mit zusammen Pirat spielen. Und, hey, Liam, nee, danke, gerade nicht. Aber Vicky könnte ja dann vielleicht auch so ein bisschen Schlittschuh. Sie könnte ja mal ihre Kühe. Vicky, zeig uns doch mal die Kühe, die du so eingeprobt hast. Die würde mich jetzt wirklich mal sehr interessieren. Generell, wie das alles aussieht. Und du gehst Törtchen streicheln. Das ist sehr schön. Und du könntest dann, wenn du willst, eigentlich auch wieder Schlittschuh reingehen. Und du könntest auch mal die Kühe zeigen. Komm. Caroline? Du machst das bestimmt elegant. Und Vicky bestimmt auch. Aber Vicky trinkt gerade noch ihren Kakao. Deswegen dauert es bei Vicky noch ein bisschen. Es bist du denn, Annie Schmitz. Müssen, oder, das heißt, wir müssen, aber wir könnten mit Alice ja auch anfangen, so ein paar Freundschaften zu schließen. Und einfach den Leuten so ein bisschen freundlich vorstellen und so ein bisschen anfreunden. Genauso wie mit Caroline. Mit ihr würde ich auch gerne ein paar Leute kennenlernen und ein paar Kontakte knüpfen und all das, was halt so ein bisschen Spaß macht. Ich glaube, das ist auch im Winterstand, aber ist ja egal. So, dann zeig mal deine Kühe, Mausi. Oh, Sims 3 Musik. Oh. Oh, Sims 3 Baumodus Musik. Sehr schön machst du das alles. Alles, Caroline. Sorry, eure Namen sind noch nicht so ähnlich. Also nein, eigentlich Alice und Caroline. Oh nein. Ganz ruhig, Vicky. Bleib stehen. Ich möchte nicht, dass du dir was brichst. Ich meine, das sieht eigentlich wirklich ganz gut aus. Oh Gott, das hat jetzt nicht ganz so funktioniert. Und wir könnten mit Elle. Ich werde diese noch nie lernen. Für die Fitness will ich gar nicht, dass mir reicht. Ich wollte mit. Ke ich gehe Törtchen kastrieren, das nicht. Ich wollte mit Caroline mal was grillen, weil ihr großes Ziel ist ja sowieso, Koch- und Backfähigkeit zu maximieren und so ganz gut. Und deswegen mache ich da mal mit ihr so ein paar Hamburger. Deswegen, du kannst immer die Kühe so ein bisschen weiter aufführen. Wer sie ist böse? Ist jetzt aber nicht so. Habt ihr gerade so ein bisschen Beef? Macht mal bitte nicht, sei lieb. Guck mal hier, du kannst zu deiner Tante gehen. Und sie umarmen. Da war gerade liebevoll umarmen. Caroline, du lässt das aber nicht anbrennen, oder? Die Bürger sollen schon gut. Oh mein Gott, sie drehen durch, weil Vicky da ist. Oh Gott, fällt ihr jetzt um? Aber das ist doch nur Vicky. Das ist doch nur eine Vicky. Sind wir eigentlich alle eine Gruppe? Ich denke jetzt mal schon. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, zusammen eine Portion nehmen. Sind wir als Gruppe zusammen was essen? Und du kannst ihnen ja hier vielleicht mal ein Autogramm geben, Vicky, wenn du ganz freundlich bist. Die Leute, die so ein bisschen bei dir durchdrehen und die gute Maki scheint ja wirklich ganz begeistert von dir zu sein. Und es ist jetzt nicht schwierig, sich einfach ein paar Burger zu nehmen. Genauso wie du dir einfach ein paar Burger nehmen kannst. Achso, ich glaube, du hast gerade ziemlich vergessen. Aber du isst doch bestimmt gerne Burger, aber du redest gerade noch so ein bisschen mit deiner Tante. Und irgendein Kind war gemein zu dir. Oder du warst gemein zu einem Kind und ihr wart beide gemein. Ich glaube, das Kind war gemein zu dir. Ist sie noch irgendwas? Ist sie auch ein Fan von Finn? Von Liam? Wir können ja auch noch ein Autogramm geben, vielleicht. Wir sind mal einfach so freundlich und kümmern uns ein bisschen um unsere Fans. Hier sind auch noch Fans und er ist kein Fan. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Oh Gott, die hier drin auch noch extrem durch. Wir sind ja gerade mal ein 2-Sterne-Promi. Bei ihnen sind ja kurz so den 3 Sternen. Ich hoffe, ich kriege das so irgendwann hin. Weil ich würde wirklich sehr gerne 3 Sterne haben. Ich muss dann, denke ich, nochmal ein bisschen weiter Bücher schreiben und all so ein Zeug. Aber das kriege ich alles hin. Das schaffen wir schon noch alles. Oh Gott. Jetzt hast du ihn komplett überfordert, den armen Kerl. Na, ja, der Pudel ist krank. Ihr müsstet mal mit denen zum Arzt gehen. Ich weiß nicht, ob er zu euch gehört, aber sie haben ja auf jeden Fall viele Hunde. Also, Finn.
Familienteil hat sehr viele Hunde. Ich weiß nicht, ich habe ihm so einen Friederhund gegeben. Und dann haben sie irgendwie auf einmal ganz, ganz viele Hunde. Aber Lea hat jetzt auch einige Katzen. Ich meine, ich habe ja, glaube ich, mal eine Katze verpasst und jetzt haben sie sehr viele Katzen. Und hier ist noch ein kleiner Fan, den kannst du auch mal ein Autogramm geben. Ich meine, so als großer YouTube-Star oder Simstagram-Star, was auch immer, oder Instagram-Star, hat Vicky schon ein paar Fans mit ihren Videos. Habe ich überhaupt die Drohne mitgenommen? Ich wollte doch filmen. Ja, wir können filmen, wir können nämlich eine Aufnahme starten von... ich meine, eine Aufnahme generell starten. Oder wir starten einfach mal einen Stream. Wir starten mal einen Stream. Und dann zeigen wir, wie wir freundlich mit so einem Fans sind. Das kommt doch bestimmt extrem gut an. Oder wie die Massen bei uns durchdrehen. Oh Gott. Und jetzt ist er schon wieder bewusstlos geworden. Na gut. So, was machen meine Kiddies? Du gehst Hände waschen, du gehst spielen, bist gerade spielen, der Hund schläft, der Hund guckt sich munter um und macht jetzt was mit der Ozakleinen. Oh ja, genau. Und sie putzt den Schnee. Auch schön. Ah, genau, die Drohne folgt uns auch ins Badezimmer mit hinein. Sie beobachtet wirklich jeden unserer Schritte. Und dann können wir Caroline bitten, Look vorzuführen, so ein bisschen, damit wir vielleicht auch noch was unserer Modesache zeigen. Dann können wir ein bisschen über Mode reden, aber wirklich nur ein ganz klein wenig. Und anbieten, Caroline, um zu stylen. Genau, ich muss Leute umstylen. Ich glaube, das nehme ich in den nächsten Folgen auch ein bisschen an. Damit ich mal, weil ganz im Ernst, manche Sims sehen wirklich merkwürdig aus. Wer bist du denn eigentlich? Ich weiß nicht. Ich sehe jetzt gerade kein Beispiel, was richtig schlimm aussieht. Weil gerade eben geht's eigentlich. Aber manchmal hat man wirklich so Sims, da denkt man, wow. Da denkt man wirklich, die hatte eine Brille, eine sehr, sehr dunkle Brille auf und hat einfach alles in den Kleiderschrank gegriffen und sich das angezogen. Aber gerade eben geht's eigentlich. Aber ihr wisst, denke ich, was ich meine, was manche Sims angeht. Eva, komm. Eva bekommt von uns auch noch ein Autogramm. Oh, wir haben wieder ein Fan bewusstlos gemacht. Wir sollten jetzt vielleicht gehen, bevor wir diese armen Leute noch mehr komplett verzweifeln bringen und jetzt den nächsten Fan mit einem Autogramm nerven. Ich muss sagen, das macht aber eigentlich schon ganz schön viel Spaß, so mit ein bisschen mit Werbung zu spielen und da ein bisschen was zu machen. Natürlich jetzt nicht so extrem aktiv. Aber schon so ein klein wenig. Hey, wieso fotografierst du nicht mich, sondern diesen blöden B-Promi? Ich bin viel cooler. Warte mal, können wir uns jetzt irgendwie so aufmerksam geil hier... Können wir ihn anbieten, um zu stylen? Huh? Oder auch nicht. Na, aber Mausi, du bist doch im Park. Du kannst dir doch rumlaufen, wie du willst. Du kannst rennen. Du kannst dich... Ich ermutige dich nicht zur Paarung. Und generell kannst du ganz toll sein. Du musst doch jetzt nicht auf mich angewiesen sein, dass ich mit dir Gassi gehe. Dafür sind wir doch hier. Gott, das ist eine sehr eingebildete Person hier. Ein bisschen sehr hochnäsig. Ist nicht mal ein Problem. Und... Der Magnus, dieser Pudel, hat Hunger. Ich finde, Pudel sind merkwürdig Hunger. Ist das überhaupt ein Pudel? Ich glaube. Ich kann mich halt unten nicht so aus. Na, wir müssen uns von dies auf jeden Fall lieb haben. Gut, aber ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle von euch. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich beende noch den Stream. Wir sehen uns dann nächstes Mal in einer neuen Folge wieder. Habt es dann eine wunderschöne Zeit. Und ja, dann schauen wir mal, was beim nächsten Mal von uns zukommt. Und bis dahin. Bye, bye.